Hi, liebe Mitglieder, liebe Sympathisanten, liebe Neugierige, liebe ehemalige Mitglieder, liebe zukünftige Mitglieder, liebe Wegbegleiter, liebe Feinde und liebe Freunde der Piratenpartei. Ich möchte heute weder einen Rant, noch eine Lobeshymne, noch Durchhalteparolen oder sonst irgendeine aufpeitschende Stammtischrede zu diesem feierlichen Anlass beitragen. All die Abgesänge, die Grabesreden und Artikel über uns, die paar Ex-Piraten, Journalisten und Kommentatoren, die uns in den letzten Wochen und Monaten immer wieder für tot erklärten und uns die ewige Bedeutungslosigkeit vorhersagen. Ihnen allen sage ich, Totgesagte leben länger. Und an alle anderen, die noch an uns glauben und Hoffnung in uns stecken, macht einfach mit. Denn über digitale Bürgerrechte, Datenschutz, Transparenz staatlicher Institutionen, Überwachung, Vorratsdatenspeicherung, Urheberrechte, Netzneutralität, das bedingungslose Grundeinkommen, die digitale Revolution und die technologische Transformation wird heute anders gesprochen als noch vor 10 Jahren. Und das hat die politische Bühne nicht zuletzt uns zu verdanken. Einen diskurspolitischen Erfolg dieser Nummer gab es lange nicht und gab es auch seit uns nicht mehr. Das, was jetzt in den politischen Postillen zu uns zu lesen ist, tut mir in den Augen weh. Und deshalb tut es mir besonders weh, mit ansehen zu müssen, dass wir um die öffentliche Wahrnehmung so kämpfen müssen. Es schmerzt mich natürlich, dass uns Menschen verlassen haben, weil sie innerlich aufgegeben haben, weil Politik so heftig, aufreibend und ermüdend und anstrengend sein kann. Weil Politik oftmals ein dickes Fell benötigt und weil Privatleben und Berufsleben darunter leiden. Weil man sich Angriffen ausgesetzt sieht oder eben in der Öffentlichkeit Rede und Antwort stehen muss. Weil man Hasspostings, Drohungen oder Paketsendungen bekommt, die man nie bestellt hat. Und die Frage, wie Piraten euch gibt's noch, ist ja schon legendär. Dass niemand von uns in Talkshows sitzt, geschenkt. Die Menschen wählen Politiker, die so einen Satz wie Cloud hört sich doch schon so an, wie Stehlen sagen. Leute, die Gehör finden, weil sie Politik bestimmen und durch das sich selbst erhaltene Parteiensystem nach oben geschwemmt wurden. Das alles, meine lieben Leute, stinkt mir gewaltig. Dabei sind die Piraten doch die frische Brise, der Wind für die Politik. Wir bringen frischen Wind in die Parlamente. Das haben wir bewiesen die letzten 4, 5 Jahre. Und dass ihr dafür weiter dabei geblieben seid, die lieben Mitglieder, die hier noch stehen, und weiter für unsere Ideale kämpft, ist wundervoll und dafür möchte ich mich bei euch allen von Herzen bedanken. Das ist der erste Teil meiner Rede. Wer den zweiten Teil meiner Rede hören möchte und so ein bisschen Blut geleckt hat, den lade ich ganz herzlich ein, heute Abend ins Badehaus zu kommen, auf dem RAW-Gelände. Dort feiern wir dann eine große Party mit Musik, mit Reden und vielen lustigen und aufmunternden und inspirierenden Gesprächen. Ich danke euch.